Sita quisses, Philosophus, man sieht es. Hättest du geschwiegen, wärest du Philosoph geblieben. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Montagmorgen. Heute ist der 12.07.2021 und vor uns liegt das Horoskop der Venus-Mars-Konjunktion vom 13.07.2021. Das ist ein keltischer Dienstag oder Marstag. Ich habe gestern zwei Horoskope bezüglich EM-Finale ausgearbeitet und habe offensichtlich mich geirrt, denn ich habe die Kraft der Rückläufigkeit Saturns unterschätzt. Die Rückläufigkeit eines Planeten ist offensichtlich eine wesentlich stärkere Schwächung, als ich es mir gedacht habe. Ich habe gedacht, der Geburtsregent Saturn und die Position im ersten Haus im alten Domizil sollten ausreichen, haben es nicht getan. Ich gratuliere Italien herzlichst zum Europameistertitel und bin selber angenehm überrascht. Wir haben hier ein sehr interessantes Ereignis, dazu kommen wir natürlich frühestens im zweiten Teil, aber so wie es aussieht, dürfte das in 2 Monaten und einer Woche, sagen wir, also in rund 2 Monaten, das heißt August, Mitte September haben wir hier den Termin für diese Auslösung, weil das sind 8 Monate und das heißt 2 Monate, 4 Monate, 6 Monate, 8 Monate. Zunächst zu den Zahlen. Die Zahlen lauten 13, 20, 22, nochmals 22, 24, 25 und die 7. Die 13 steht, naja, in der Zahlenlehre für Kritiksucht, für sehr, sehr große Überzeugung von sich selbst, aber sie steht halt eben für das, wofür sie eben bekannterweise auch steht, für Tod, Niedergang, Untergang, Transformation, das heißt, es tut sich was. Und hier haben wir an zweiter Stelle bereits, also das heißt, die bestimmende Zahl, haben wir die 20. Das heißt, hier geht etwas Großes zu Ende. Wir werden es dann gleich im Horoskop herauslesen. Und hier haben wir natürlich auch große Versorgungsängste, große sozusagen Probleme sozusagen von der Materie loszulassen, weil wir sehen eben hier diese beiden Energien, hier die physische grobstoffliche Seite und das hier oben soll die feinstoffliche Seite andeuten. Die 22, das ist sozusagen zwar eine Meisterzahl, die zweite Meisterzahl, beinhaltet aber sehr viele Blockaden und es ergibt sich daraus auch eine große Sturheit, man möchte sich einfach nicht ändern. Und hier geht es einfach darum, sozusagen einerseits die Sturheit aufzugeben, aber auch in die Tat zu gehen, also das heißt die Dinge einfach umzusetzen. Die 24 an fünfter Stelle, die Stabkönigin, zeigt eben meines Erachtens, dass hier ganz gerne auch gestritten wird, also weil man sehr gerne seine Meinung durchsetzt, starkes Ego und hier geht es eben darum, eher auch in Freundschaft leben zu können, das heißt von seiner Meinung vielleicht ein bisschen Abstand zu nehmen oder sie einfach nicht so in dieser Intensität zu verkünden, also das heißt auch einen Schritt zurück machen zu können. Und die letzte Zahl ist die 25, alte Bekannte, der Wolf im Schafspelz, man tut für andere sehr viel und erwartet es aber zurück, wird dann meistens enttäuscht und wird dann wütend oder schmiedet Rachepläne. In Summe ergibt sich dann die 7, der Wagenlenker, die Erde, hier das Zeichen der Kolonie. Als Quintessenz hierbei ist einerseits eine große Chance vorhanden, für mich ist es aber immer wieder auch Unruhe. Und hier steckt auch ein bisschen, naja, ein bisschen gar nicht so, sondern eher schon mehr, wieder Streitlust drinnen, wie es sozusagen auch die 24 angedeutet hat. Und hier soll man eben lernen, naja, auch andere sozusagen Meinungen gelten zu lassen und, naja, sagen wir mal so, mehr in die
Ruhe auch zu gehen, was natürlich in dieser Geschichte schwer ist. Unterm Strich würde ich einfach sagen, dass hier große Nervosität, große Hektik vorherrscht. Und das ergibt sich dann natürlich auch aus dieser Thematik. Weiter zum zweiten Teil. Ende.